Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, ich bin der Egon Zorn und begrüße euch recht herzlich zur neuesten Ausgabe von Crusader Kings 2. In der letzten Folge haben wir von unserem Vater finally, endlich, dank unserer Intrige, die Herzogtümer geehrt. Ein Titel kann erschaffen werden, Herzogtum Baden, das wollte ich doch die ganze Zeit, ja warum sehe ich das denn nicht? Okay, Anspruchsteller geht nicht, erstellen. Ja, das kostet 100, ja fast 200 Gold. Wir müssen diese Einrichtung des Titels 50% seiner de jure Grafschaften kontrollieren. Das ist Baden und Breisgau. Derzeit kontrollieren wir 1 von 2, Baden. Die Schaffung dieses Titels wird euch 200 Prestige einbringen und euch 194 Gold kosten. Das werden wir tun. Wir werden auf jeden Fall das Herzogtum Baden-Breisgau erschaffen. Den Herzogtitel selbst tragen. Und auch zu unserem Haupttitel machen. Damit wir nicht mehr der Herzog von Kärnten sind. Wer möchte schon Herzog von Kärnten sein, weißt du? Da hätten sie die Grafschaft gehört uns nicht mal. Naja, aber das ist ja auch. Sind wir da nicht? Nee, Nachfolger. Irgendwo sind wir Nachfolger. Okay, wir haben außerdem hier die Söldnertruppe engagiert. Die Schlacht haben wir von vornherein verloren. Die habe ich nicht mal geführt. Ludwig von Sigmaringen behauptet, dass er ein besserer Hofverwalter als Martin wäre. Unser Hofverwalter Martin hat eine Stärke von 9. Das ist nicht viel. Während er eine Stärke von 12 hat. Wobei mit einer Stärke von 19 er ein viel besserer Marschall wäre. Gebt ihm eine Chance, sich zu beweisen. Pause, Niederlage. Okay, das ist kein Ding. Aber die werden jetzt gleich ordentlich auf den Deckel kriegen, wenn hier die 1500er Armee nach Verona einmarschiert. Selbst wenn wir nicht gewinnen, werden wir jetzt so stark sprechen, dass die Belagerung aufhört. Marschall. Mach das, Ludwig. Du bist da mein Man. Verwalter, da gibt es doch bestimmt bessere. Wie zum Beispiel Otto Grafen Steiermark. Sehr schön. Agentenführer. 15. Eine Stärke von 15 ist schon gut. Und der Hofprediger sowieso. Oh, Ravenger. Gegen den haben wir doch gerade Krieg geführt. Oder führen gerade Krieg. Das machen wir nicht. Also gut. Oh, wobei er war am Verwaltung verbessern. Er war am Kaiserhof. Naja, da soll er jetzt noch meine nachträgliche Rache spüren. Wobei er ganz gut mit mir gestellt ist. Das finde ich toll. So, die Vasallen. Genau, das wollte ich ja machen. Sind alle fröhlich glücklich, bis auf meinen Bruder, da kann mir egal sein. Dann kann ich nämlich Folgendes machen. Die Gesetze Feudalbesteuerung hochstellen. Bekomme dann 20% mehr Gold, was ich sehr gut brauchen kann. Bin aber um 20 Punkte unbeliebt bei jedem Vasallen. Das machen wir jetzt eine Zeit lang, um die Kriegskassen gefüllt zu halten. Und hier gewinnen wir. Yeah, keine Überlebenden, sehr gut. Ihr schließt euch zusammen in der Lombardei, würde ich sagen. Ravenger behauptet, dass er ein besserer Hofprediger wäre. Das wäre er auch, aber wegen dem einen Punkt mache ich jetzt nichts. Ich hoffe, er ist nicht allzu böse darüber und wird es nicht gegen mich intrigieren. Ich denke mal, dass eh die halbe Welt gegen mich intrigieren wird. Oh, da können hier ja die 92 noch dazu. Und dann müssen wir aber sowas gewinnen. Und da sind sie. Tapfer, leistet er von Graf Geraut von Genf. Der arme Genfer, zeig mal. Wo ist Genf? Wieso kämpfen wir gegen die so weiten Pferde? Naja, wir haben ihn umgebracht. Das ist doch schon mal nicht verkehrt. Wer regiert jetzt in Genf? Das hätte ich gerne geguckt. Kann ich auch gucken. Das Tolle ist, jetzt mal, wenn hier eine Nachricht ist, kann man trotzdem alles andere bedienen. Ja, ein Graf Aimon, gerade mal Alter von 7, Nachfolger, Humbert de Savoy. Der ist bestimmt der Bruder. Nee, was ist der? Der ist Herzog von Savoy? Nee. Naja, so wichtig ist das auch gar nicht. Ich verliere mich da echt immer in Details, weil das Spiel auch so unglaublich gut und detailreich ist. Da gibt es. Es ist, als sehe ich Judy zum ersten Mal. Ihren natürlichen Geist, die interessanten und witzigen Marotten, die sie hat. Und wie liebevoll sie wirklich ist. Könnte es sein, dass ich meine Judith liebte? Nun ist es so, dass im Mittelalter natürlich nicht aus Liebe geheiratet wurde, sondern aus strengen, pragmatischen Gründen, wie eben, gib mir Kinder und Land und Liebe. Bekomme ich jetzt 5 Pietät, wenn ich mir die Liebe zugebe? Oder sag nee und Judith mag mich nicht mehr. Hm, was nehme ich da? Ich akzeptiere die Liebe natürlich, finde das gut. Ich weiß nicht, warum ich das nicht machen sollte. Oh, Prestige minus 36. Aber wir bekommen ja 2 Prestige pro Monat. Das ist ja, weil wir ja so unglaublich prestigereich sind und groß. Die Bauern von Mantua haben sich erhoben. Das ist nicht gut.
Hier sind Verbündete aus dem Breisgau. Gebhard vom Breisgau. Ah ja, sehr schön. Haben wir nicht noch andere Verbündete im Bad mal müssen noch. Genau, die Badener. Nee, das sind doch wir. Da können wir doch nicht zum Verbündeten rufen. Die Schweizer. Kämpfen die nicht eh schon? Nee. Warte. Wo? Was? Verona sind auch wir. Breisgau, Baden, Kärnten, Steiermark. Kannst du uns helfen? Nee. Ach, das kriegen wir auch so hin. Ah, da haben sie sich erhoben. Das kommt ja jetzt. Na toll. Genau, richtig. Ja, lass uns erstmal den Krieg hier gewinnen. Hoffen, dass die Bauern die Füße stillhalten. Dann werden wir diesen Bauernaufstand auch demnächst auf jeden Fall. Haha, San Martino gewonnen. Den Bauernaufstand niederschlagen, reißen, tun, machen sollen. Wegen 3 Soldaten können wir hier nicht. Naja, egal. Dann gehen wir mal hier ins Tal Cremonas und gehen hier den geschlagenen Truppen hinterher, um ihnen auch den Rest zu geben. 190. Ich möchte keine Überlebenden sehen. Und hier reichen unsere Angreifer auch nicht in der Zahl, um irgendwie eine Belagerung anzufangen. Und jetzt gehen sie hier hin. Sollen sie ruhig. Wir sind da ganz schnell dabei. Auch die Flussüberquerung ist uns egal. Wir sind so weit vorne, was die Truppen angeht. Immer noch Überlebende. Wo gehen sie jetzt hin? Wieder zurück. Ist okay. Wir sind dabei. Dippidippidipp. 52. Jetzt aber kein Überlebende mehr. Sehr gut. Richinza von Zähringen ist nun volljährig. Sie wird ein charismatischer Verhandlungsführer. Wer ist Richinza? Unsere Halbschwester. Unsere Halbschwester ist dann wohl die Tochter unseres Vaters. Genau. Der schon tot ist. Und sie ist an unserem Hof. Sie ist eine gute Verwalterin. Können wir sie verheiraten? Sie hat noch keinen Gatten. Eine, genau. Jetzt ist das, wir können Graf, sogar Herzöge, Rang. Herzog von Cornwall. Wenn wir sie verheiraten, ist sie weg. Dann ist sie nicht mal in unserem Hof in Verona, sondern am Hof von unserem jeweiligen Heiratspartner. Sorry, ich habe gerade überlegen müssen. Genau, aber das Ding ist, wenn jetzt alle in der Dynastie von Cornwall oder of Goodwin sterben würden, hätten wir dann einen Anspruch. Das wird aber nicht passieren, das ist total unwahrscheinlich. Genau, und da gibt es mehrere Herzöge, die sagen, oder Dues, die sagen, ja, die würde ich heiraten. Wenn wir jetzt aber auf matrilineare Hochzeit, Heirat gehen, matrilineale, ich habe schon matrilineal und matrilinear gehört. Matrilinear hört sich einfach besser an. Jetzt habe ich mich bei den letzten Tagen umgewohnt zu matrilineal und müsste mich jetzt schon wieder umgewöhnen. Naja, und da sehen wir, dass sich nur Höflinge anbieten. Vielleicht schon ein kleiner Prinz von Dänemark oder, warte, ja, Kanzler von Schweden wird an unseren Hof kommen. Ja, und alle Kinder würden dann auch zu unserer Dynastie gehören, aber das haben wir gar nicht nötig. Vielleicht gibt es ja einen guten Kriegsführer, der da zornig ist, gut für Krieg, gierig, das kann egal sein, tapfer, willkürlich, Grafschaften, oi. Ich hätte mein. Jetzt, die Frage ist jetzt, was bringt uns mehr? Die Halbschwester zu verheiraten? Und da beim Bündnis einzugehen, ist ja nicht verkehrt. Weißt du? Wir machen das bringt uns mehr, als da so ein Höfling uns irgendwie anzuheuern. Genau. Und wen wollen wir da? Jemand in der Nähe am besten. Holländisch ist schon mal nicht verkehrt. Rheinfelden. Aber er ist erst 9. Das dauert noch, bis wir dazukommen. Rheinfelden. Jetzt müssen wir noch sehen, wo Rheinfelden ist. Warte mal. Das ist unser Vater. Oh. Ah ne, Herzog Rudolf von Schwaben. Ah, der alte Schwaben. Ja, das bedeutet, er ist ja auch Schwabe. Und Rheinfelden? Ich möchte gerne das Haus Rheinfelden sehen. Ach ne, das ist nur die Dynastie. So wie wir Zähringer sind, ist er halt Rheinfeldener. Ne, wo ist er denn? Was macht er so? Wenn mal, er ist der Herzog von Schwaben? Was? Moment, 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 Moment. Pause. Familie, Familie, wo ist meine Halbschwester? Richinza, da ist sie. Sie möchte gerne heiraten und es bietet sich tatsächlich an der. Wo ist er?
Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Hier, Berthold, Herzog von Schwaben. Tatsächlich. Unsere Halbschwester. Ja, soll sie machen. Sie soll unseren zukünftigen Gegner heiraten. Dann haben wir, dann brauchen wir nicht mal Ansprüche fingieren. Die können wir dann selber wahrscheinlich fingieren. Das ist sehr gut. Ist nicht im Krieg? Ja, genau, wir sind nicht im Krieg. Das passt wunderbar. Haha, das ist ja mal ein Geklüngel hier. Das, des Mittelalters. Wohlwert, gebührend, ne, weißt du? Oh, sehr schön. Der Bauernaufstand wurde von den kaiserlichen Truppen niedergeballert. Der Herzog der Lombardei. Warum? Wer sind der Angreifer? Nee, Hauptmann Galmau. Aber sind wir mit denen auch im Krieg? Ja, wir sind mit denen auch im Krieg. Ja, dann bleiben wir doch hier stehen, sag ich mal. Haben wir aber nicht viel von. Wovon wir was hätten, ist nämlich, das Ding ist ja, wir sind im Krieg mit Herzog Gottfried III. Von Niederlothringen. Denn er, ich weiß es nicht, Frieden anbieten. Informelles Friedenangebot, sagt er, nein, komm schon, du Weichei. Kapitulieren. Da, ich mag deine Art zu denken. Wir, die anderen beiden bekommen Prestige. Wir verlieren kein Prestige. Ich verstehe jetzt nicht so ganz. Verteidigen gegen Herzog von im Kampf, Anerkennung von Wörter. Hier sind wir. Greifen Herzog Hermann von Kärnten an. Im Krieg, um Verona einen neuen Herrscher zu erteilen. Okay, sie wollen, dass in Verona ein neuer Herrscher ist. Die Verschwörung von Herzog Gottfried III. Von Niederlothringen. Er hat die Verschwörung angezettelt, um in Verona einen neuen Herrscher einzubauen. Herrscher herrschen zu lassen. Da ist er der Angreifer. Wir sind der Verteidiger. Wir haben diesen Krieg von unserem Vater geerbt. Graf Berthold von Breisgau ist auf unserer Seite. Und, achso, auf seiner Seite ist der Alberto von der Lombardei. Die Lombardei ist dann eben hier. Okay. Das Ding ist, wir können jetzt, es bringt uns nichts, wenn wir hier belagern und so weiter, denn selbst wenn wir die Belagerung schaffen sollten, würden wir keine Ansprüche auf das von uns belagerte Gebiet haben. Das Einzige, was wir machen können, ist in der Schlacht ihm davon überzeugen, dass der Krieg verloren ist für ihn. Diese Armeen hier, da, die sollen auch mal hier nach Verona. Genau, sammelt euch alle mal, macht eine große Truppe zusammen und dann, ja, werden wir hier mal aufräumen, würde ich sagen. Aber es kommen ja gar keine Truppen nach von unserem Gegner. Naja, das werden wir dann sehen. Ah ja, sehr schön. Sieg, 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 Niederlage, Niederlage und das immer wieder am Sieg. Frieden anbinden, will eine Schlachten, 7 Kriegspunkte. Ich muss mich mal ein bisschen umgucken, das sind alles neue Informationen, die ich trotz dreimaligen Spielen noch nicht gesehen habe. Schlacht... Gewonnen, oh, von Mantua, die haben wir verloren und dann minus 7 bekommen für Kriegspunkte. Okay. Ah, wenn wir dann positive Kriegs, viele positive Kriegspunkte haben, wäre das wahrscheinlich dann gut für uns, also für den Frieden. Wenn, also auf unserer Seite, dann können wir weißen Frieden anbieten. Seid geehrt, Cousine, Friede sei mit euch. Ich habe beschlossen, euren Vorschlag für eine Ehe zwischen Richinza und Herzog Berthold anzunehmen. Ja, jetzt haben wir unsere Finger. Warte mal, Herzog Berthold ist doch erst 9. Das dauert ja noch 7 Jahre, bis wir da tatsächlich die Heirat arrangieren können. Also arrangiert haben wir sie ja. Aber wir sind im Mittelalter. Da wird eine Verlobung nicht so einfach aufgelöst. Schubbelidubbelidu. Sie bringen ihre Truppen zusammen, bekommen auf 83 gerade mal gegen unsere 1095. Wir machen sie zusammen und lassen sie anführen von Wieso Robaldo, wenn wir doch zum Beispiel Ludwig haben mit einer Stärke von 19. Wieso ist da, ist diese Flanke hier so unglaublich stark? Das Dietmar. Dietmar ist wohl Höfling in Kärnten. Nee, das soll doch der... Wenn ich jetzt diese Flanke von dem Stärksten anführen lasse, ist das nicht besser? Aber in der Mitte ist natürlich auch nicht verkehrt. Nee, mach du die Stärksten. Dietmar hat 15. Und statt Wiegerich macht Ottokar das klar. Wir selbst haben eine Stärke von 13. Könnten uns da profilieren. Machen das aber nicht. Wobei... Oh, sehr gut. Sie kommen in unsere Richtung. Werden jetzt zwar fliehen die ganze Zeit, aber... Oh, ja, sehr gut. Ja, und da fliehen sie. Das ist gut. Oh, da kommen mehr. Und da haben wir sie überrascht. Sie haben sich aufgesplittert. Hahaha. Da darf jetzt eigentlich keiner überleben. Da hat auch keiner überlebt. Jetzt wollen sie hier hin. Er will hier hin. Dann gehen wir da auch hin. Und da flieht er schon. Sehr gut. Was heißt, er flieht? Er bewegt sich nicht.
Wir hoffen, ihn zu erwischen, bevor er weg ist. Aber dass sie kleiner sind, dürfte er sein. Ah, sehr gut. Wieder gewonnen. Und keine Überlebenden. Er will hier hin. Da wollen wir auch hin. Herzogtum von Modena erschaffen. Sehr gut. Freut mich für sie. Und da müssen wir sie eigentlich haben. Und Amase, Amase, komm schon. Ja. Wie lange? Was dauert das so lange? Yep, yep, yep. Und noch eine Schlacht gewonnen. Das bringt nicht so viel, aber jede gewonnene Schlacht ist eine gewonnene Schlacht. Wie ein altes Sprichwort heißt. Spirituelle Kunst. Und da haben wir nicht mal angreifen müssen. Er will hier hin. Da können wir leider nicht direkt nach Valais wegen des Alpengipfels hier. Aber vielleicht schnappen wir sie ja da oben. Da haben sie zwar einen unglaublichen Verteidigungsbonus, aber sie sind ja nur zu 55. Das ist ja nichts. Okay, er geht rüber nach Savoy. Nee, er bleibt stehen. Ja, so lasse ich uns ruhig stellen. Hier kommen noch mehr Niederlothringer. Oh, jetzt werden sie hier aber langsam sicher fresh. Ja, sollen sie ruhig immer kleine Armeen aufbauen. Ich lachte sie alle ab. Oh, wobei, geldtechnisch sind wir nicht mehr ganz so weit vorne. Lass uns doch mal gucken, wie es mit Frieden. Jetzt ist nämlich 0 Kriegspunkte. Informelles Friedensangebot. Nein. Der Krieg ist unentschieden. Da hast du recht. Aber wie lange noch? Wie lange noch? Ja, lass uns wieder zurück in die Lombardei gehen. Lieber hier verteidigen, anstatt denen hier nachzurennen. Oh, da braut sich jetzt aber was zusammen. Und wenn es so weitergeht mit unserem Geld, schaffen wir das nicht mehr lange. Und dann? Was machen wir dann? Auflösen und neu starten. Also, die Truppen, ne? Ui, dauert es lange, über diesen Gipfel rüber zu gehen. Aber ja, wir müssen es jetzt aber langsam mal sicher davon überzeugen, dass sie keine Chance haben. Wir gehen noch hier rüber, kämpfen die letzte Schlacht da drüben. Mailand gewonnen, sehr gut. In der Hoffnung, dass sie sich zur Schlacht... Ah, sie belagern hier Zeug, okay. Gegen wen kämpfen sie hier? Warte mal, wo kommen die denn her? 177, das ist okay. Stopp. Und die Belagerung auflösen, bitte. Ah, wieder viel zu schnell eingestellt. Jetzt ist es okay. Solange wir noch ein bisschen Geld haben. Luitgard von Zähringen ist nun volljährig. Sie wird ein törichter Krieger. Wer ist Luitgard von Zähringen? Unsere Schwester. Okay, die müssen wir auch noch verheiraten. Schauen wir mal, wer sich da anbietet. Wieder Herzöge von Sachsen. Das ist doch nicht verkehrt. Er ist 19. Da können wir direkt... Ah, von Sachsen, von dem Sachsen, nicht von unserem Sachsen, sondern von Saxony. Machen wir Pause. Nee, das ist mir zu weit weg, das wollen wir nicht. Da kümmern wir uns später drum. Erstmal möchte ich gerne diesen Krieg hier gewinnen. Und sie sind geflohen, diese Feiglinge. Jetzt gehen wir, fangen wir sie in Kärnten ab. Da werden sie jetzt aber wahrscheinlich hingehen. Ja, und jetzt muss das schnell gehen. Und... Ah, Judith ist wieder schwanger, sehr gut. Wir kämpfen hier und werden hoffentlich jetzt aber sowas von ihm davon überzeugen, dass das Krieg führen keinen Sinn hat. Ja, da kann er ruhig hier weiterhin versuchen zu belagern, da wird er keinen Erfolg mit haben. Und das ist der letzte Monat, in dem wir uns diese teuren Truppen leisten können. Graf Odonum von Unabhängigkeitsfraktion verlassen, das ist egal. Komm schon, komm schon, komm schon. Finde die Schlacht. Nein, er hat die Schlacht nicht gefunden. Ah, minus 3. Der weiß schon, was er macht. Komm schon, komm schon, komm schon. Was? Hat die Grafschaft übernommen? Okay. Oh, je länger er da... Oh, oh. Mein Nietzsche, eure Weisheit Gnade legendär. Ich bin in einer... Ich kenne jetzt eine Verschwörung gekommen. Herzog... Konrad I. von Luxemburg hat folgende Absicht. Sie sehen sie zu, dass Herzogtum von Verona einem neuen Herrscher zugeteilt wird. Und das ist der Herzog von Luxemburg. Der mag auch wieder eine neue Verschwörung machen. Die wollen alle mir meinen Herzogtitel entreißen. Und, oh, hier sind sie angebunden. Ich hoffe, das reicht noch, dass sie diesen Monat noch ankommen. Das gucken wir uns noch kurz an. Und das sieht gut aus, das sieht gut aus. Komm schon, komm schon! Ja! Gut, während der Schlacht werden sie es nicht zurückziehen. Das denke ich nicht. Und wenn wir dann gewonnen haben, werden wir ihm sagen, hier, hör mal zu. Jetzt siehst doch mal ein. Du hast verloren.
Sehr gut, Sieg. Und bevor es jetzt weitergeht, gleich ihm sagen, Frieden anbieten. Wir haben 10 Kriegspunkte. Immer noch nein. Komm schon, du Weichei. Ich werde nicht kapitulieren. Was wir aber machen, ist jetzt hier auflösen, weil wir es uns einfach nicht mehr leisten können. Und er hat schon wieder 200 dort. Wieso? Wieso haben wir nur 167 Verteidiger? Das ist ja wohl. Und hier kommt nochmal ein 200er Trupp. Naja, weil wir mehr Steuerung gedrückt halten, dann kommen nämlich keine Wehrpflichtigen in den... Also müssen wir hier und hier das machen. Und am besten auch mit euch zusammen kämpfen, weißt du? Aber machst du nicht, ne? 211 gegen 211. Schauen wir mal, wer gewinnt. Haha. Ganz einfach. Wir werden hier den besten Krieger, den wir haben, einsetzen. Ludwig. Und hoffen mal, dass das reicht gegen die. Und hier euch drei werden wir zusammenfassen, wenn es soweit ist. Aber er scheint hier sich uns anzuschließen. Das passt. Und wenn dann alle zusammen sind, können wir hier die Belagerung auflösen. Oh, er hat schon wieder neue Truppen herbeigezogen. Das ist aber auch echt zu arg. Okay, er geht rüber. Okay, stopp. Wieder hier eine Armee draus machen. Und, kümmert euch hier rum. Ich glaube, er braucht Verstärkung in Verona. Und wenn ihr dann zusammen seid, ja, ihr könnt jetzt schon, nee, wir gehen geschlossen nach Aquila und werden die Belagerung dort auflösen. Ja, wie gesagt, erst war wenig los, jetzt ist so viel los, da sind wir echt froh, wenn es denn dann mal, okay, jetzt komm, das kannst du doch zusammenführen. Nein, immer noch nicht, okay. Folge ihm, bevor sie 300 werden, das ist dann natürlich, ja. Und du gehst auch hier hin, das passt. Ihr schließt euch zusammen und löst die Belagerung hier auf, das wird auch mal Zeit. Mal gucken, ob er flieht. Er flieht nicht, ist okay. Belagerung von Weiden, tatsächlich. Naja, aber das können wir ja zurückbelagern. Gibt's das Wort? Oh, jetzt war er hier. Oh, da oben ist Kampf und hier ist Kampf. Zwei Kämpfe gleichzeitig. Hier müssten wir gewinnen, wir haben ein Plus, wir sind im Hügel. Ja, und hier haben die anderen Plus, aber wir sind zahlenmäßig weit überlegen. Und es ist Pause, deswegen kann es gar nicht weitergehen. Wir machen aber langsam, um in aller Spannung das jetzt zu sehen. Hi, ja, ja, ist das spannend. Herzog erfüllt seine Ambition. Sohn gebär. Und dann wird mir noch ein Sohn geboren. Das ist ja zu schön. Giselbert ist es nicht der schöne Name. Markus ist dagegen ein sehr schöner Name. Ach, und er ist damit unser neuer Thronfolger. Aber in den Wirren des Krieges hineingeboren wird er jemals Frieden erfahren. Hier unten wird's knapp. Wow, da haben sie aber einen schweren Schlag hingenommen. Wir aber auch. Okay, wir sind vorne, wir sind vorne, wir sind vorne. Das könnte... Ja, Gia, Niederlage, das war blöd. Und hier, aber komm, das kannst du gewinnen. Ich weiß nicht, was dieser rote Balken bedeutet, aber das ist ja nicht mehr viel. Wahrscheinlich die Moral. Und Engelberg haben wir gewonnen. Sehr gut. Ja, wir sind immer noch in der Mehrzahl. Hier, in der Überzahl, besser gesagt. In der Mehrzahl ist auch nicht verkehrt. Hier, da werden sie viel einsteigen müssen, da werden wir aber nicht gewinnen können. Können wir dir sagen, dass du lieber hier hingehst? Nein, der Rückzug ist schon eingeleitet. Geh hier in die Lombardei. Lass langsam anlaufen wieder. Wir bräuchten jede Menge Geld, um Söldner kaufen zu können. Okay, aber selbst wenn wir hier verlieren, wäre... jetzt hat er schon wieder neue. Wieso können wir eigentlich... Können wir nicht auch mal irgendwie neue auf... Nee, müssen wir warten. Ich weiß nicht, warum... haben die einfach eine hohe feudale Abgaben zugestimmt. Ah, jetzt bekommen wir endlich das Geld, das wir brauchen. Hier können wir leider, hier müssten wir doch in der Lage sein, neue Wehrpflichtige auszuheben. Auszuheben heißt das, genau. Ich habe die ganze Zeit falsch gesagt. Das ist falsch. Oh, nee. Du gehst zurück und kümmerst dich hier um die niederlothringischen Truppen im Breisgau. Ah, aber wir bräuchten eigentlich hier, wir bräuchten alle überall. Na, geht die Schlacht, werden wir auch verlieren. Wie wäre es mit Frieden? Herzog Gottfried von Niederlothringen, Frieden anbieten? Nein. Es läuft definitiv gut für mich. Da magst du recht haben. Aber ich werde meinen Titel auf keinen Fall hergeben. Ja, greif wieder an. Wir sind immer noch in der Mehrzahl. Hier haben wir verloren, das ist kein Ding. Ja, wieso gehen die preisgauschen Gruppen weg? Truppen weg? Ja, kein Wunder, sie würden sonst verlieren. Und hier fliehen sie nicht, das ist gut. Kuno von Villach wurde Graf. Kuno von Villach aus dem Verlies des Grafen Markwart von Kerns erlassen. Hä? Graf Markwart von Kern? Wieso kann der selbst entscheiden, wenn wir sein Lehnsherr sind? Naja. Und da fliehen sie und lassen Akia Akia sein. Möchten sich hier anschließen. Das können sie ruhig probieren. Wenn es hier nicht zur Schlacht kommt, folgen wir ihnen. Und es kommt zur Schlacht. Die Schlacht von Mantua haben wir verloren, das war klar.
und abzusehen. Wir hoffen mal, dass diese Schlachten wir wenigstens gewinnen können. Und sie verfolgen uns, um uns den Chaos zu machen. Okay. Oh, 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 die Moral sinkt sehr. Wir werden schon wieder verlieren. Martino verloren. Ich habe die harte Arbeit von Ludwig bemerkt. Außerdem scheint ihn jedermann zu mögen. Ich versuche mich zu entscheiden, ob mein Marschall die Moral der Truppe steigern oder mehr Soldaten rekrutieren soll. Moral der Armeen plus 10, Größe des wehrpflichtigen Kontingents 10%. Ich glaube, die Moral ist besser für uns. Ja. Herzog von Böhmen hat den Titel Herzog von Mähren erschaffen. Ja, verlieren eine Schlacht nach der anderen. Aber hier müssen wir doch mal gewinnen. Hier verlieren wir auch. Das gibt es doch nicht. Wieso verlieren wir gegen belagernde Truppen? Flussüberquerung. Ah, das ist alles hier. Okay, jetzt wahrscheinlich wird es keinen Sinn haben, Frieden anzubieten. Ich werde den Krieg gewinnen. Da könnte er recht haben. Wir werden es nächstes Mal erfahren, wenn es wieder heißt Let's Play Crusader Kings 2. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.